zwei gern verglichene Produkte, das Xiaomi Poco X3 Pro und das Redmi Note 9 Pro. In diesem Vergleich treten beide Geräte gegeneinander an. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design gewinnt das Redmi Note 9 Pro deutlich mit 61 zu 55 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 6 Gramm leichter, 0,6 mm dünner, 0,1 mm schmaler und 6,2% geringeres Volumen. Das Poco X3 Pro hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteilen: 0,5 mm kürzer. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm sind beide Produkte ebenbürtig mit 60 Punkten. Folgende Eigenschaft besitzt das Poco X3 Pro, eine neuere Version von Gorilla Glass. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Poco X3 Pro knapp mit 85 zu 80 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 12,6% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 1,8-fach höheres Benchmark-Ergebnis und 8 GB größerer Speicher. Das Redmi Note 9 Pro hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil: 250 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das Poco X3 Pro deutlich mit 69 zu 63 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 25% mehr Megapixel der Frontkamera, 5,3% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, hat Laser-Autofokus, eine Blitz-LED mehr und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das Redmi Note 9 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 32% mehr Megapixel der Hauptkamera. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. In der Kategorie Audio gewinnt das Poco X3 Pro knapp mit 62 zu 58 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Das Redmi Note 9 Pro hat auch etwas vorzuweisen mit folgenden Vorteil: hat ein Radio. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Redmi Note 9 Pro knapp mit 65 zu 61 Punkten. Das Poco X3 Pro kann auch punkten mit folgenden Vorteil: 2,8% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 9 Pro knapp mit 82 zu 78 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat einen Infrarotsensor und hat Bluetooth aptX. Das Poco X3 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 3,3-fach schnellere Downloads und 3,2-fach schnellere Uploads. Ergebnis. Mit 70 Punkten schlägt das Xiaomi Poco X3 Pro in der Gesamtwertung sehr knapp das Xiaomi Redmi Note 9 Pro mit 68 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt.
Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.